Also wir sind das Docs Collective. Wir kommen eigentlich fast alle aus Dortmund. Nur ein Mitglied wohnt in Leipzig. Aber wir vier aus Dortmund haben jetzt ein fotografisches Projekt gemacht über das Ruhrgebiet. Also wir sind alle Dokumentarfotografen, Fotografin. Und drei von uns wohnen tatsächlich auch seit 7 Jahren jetzt in Dortmund. Aber wir haben uns nie so richtig fotografisch mit der näheren Umgebung, mit unserem Zuhause, was wir gerade haben, auseinandergesetzt. Und jetzt durch die Förderung hatten wir zum ersten Mal die Gelegenheit, dass wir sofort eine Präsentationsform haben und auch die finanziellen Mittel, um uns einfach mal tiefgehend mit unserer eigenen Umgebung, mit dem Ruhrgebiet fotografisch zu beschäftigen. Genau, also wir hängen in vier Ruhrgebietsstädten insgesamt 40 Plakate auf. Also in jeder Ruhrgebietsstadt hängen 10 Plakate von den Arbeiten, alle individuell. Und uns war es wichtig, dass wir nicht in ein Museum gehen, dass wir nicht in eine Galerie gehen, wo immer wieder die gleichen, auch interessierte Menschen natürlich reingehen. Das ist auch eine schöne Sache, die wir auch gerne machen. Aber wir wollten einfach mal schauen, was passiert, wenn wir uns wirklich in der Öffentlichkeit präsentieren. Dass Menschen, die sonst eigentlich vielleicht jetzt nicht so einen starken Bezug zur Dokumentarfotografie haben, dass denen das mal zugänglich gemacht wird. Und ganz wichtig war für uns, dass so Sehgewohnheiten gebrochen werden, weil diese Werbeflächen, man hat eigentlich immer diese typische Optik auf diesen Werbeflächen, alles hoch inszeniert und eigentlich läuft man im Stadtraum da einfach dran vorbei und ist sich gar nicht so bewusst, wie viel Platz und wie viel Fläche diese Werbung im Stadtbild einnehmen. Und das wollten wir einfach brechen mit ganz anderen Bildern, mit ganz anderen visuellen Strategien und da hoffentlich dann auch die Neugier von den Betrachter, Betrachterinnen wecken, dass sie sich dann noch tiefergehend damit auseinandersetzen. Man hat dann die Chance, durch einen QR-Code auf unsere Website zu kommen und da die ganzen Geschichten ausformuliert nochmal in Ruhe anschauen zu können. Also ich komme eigentlich aus Russland ursprünglich und deswegen, also wir dachten uns auch, dass das cool wäre, nicht nur Klischees zu bedienen, sondern ein bisschen was Überraschendes zu zeigen. Und die Sache ist, dass für mich erstmal sehr viele Sachen überraschend kommen, weil ja, ich kenne mich hier schon, also mittlerweile schon ein bisschen besser, aber nicht so gut, so wie die andere, würde ich sagen. Genau, und dann habe ich mir gedacht, dass auch cool wäre, ein bisschen die Vielfalt und die Schönheit des Ruhrgebiets zu zeigen. Und ich hatte sehr großen Wunsch, selber Ruhrgebiet zu erkunden. Und dann bin ich zu der Idee gekommen, ein Projekt über das Wassertourismus im Ruhrgebiet zu machen, also die Wasserstraßen. Genau, und ich habe mich einfach auf den Weg gemacht von Mülheim nach Essen-Kettwig und habe einfach so mit den Leuten gesprochen, einfach gesehen, was da, also wie das alles aussieht. Und das ist eigentlich ganz schön. Und also es gibt so diese idyllische Strecke von Büchheim nach Kettwig zum Beispiel. Es gibt Rundtour im Dortmunder Hafen, wo du halt so von einem Kapitän eine Tour bekommst und er erzählt halt, ja, guck mal rechts, hier sehen wir Schrott. Und guck mal links, hier ist der größte IKEA-Anlage in Europas. Und ich finde es auch interessant und witzig, dass das alles zusammengibt und alles zusammen so ein Bild von Ruhrgebiet formt. Hallo, ich bin der Fabian und ich wohne in der Nordstadt von Dortmund und das schon seit über 7 Jahren und habe jetzt quasi den Aufruf dann als Gelegenheit wahrgenommen und dann jetzt die Förderung, um dort auch konkret zu arbeiten zum ersten Mal und habe halt wahrgenommen, hey, meistens wird nur von außen über die Nordstadt berichtet und ist auch sehr, sehr kontrovers und mir hat da immer ein bisschen was gefehlt. Und genau deswegen habe ich jetzt sehr, sehr konkret dort quasi meine Geschichte realisiert und mir geht es in meiner Arbeit auch sehr um die Leute, die dort wirklich aufgewachsen sind, dort vielleicht sogar auch dann geboren sind und ganz anders jetzt als ich zugezogener Designer sozusagen nochmal eine andere Perspektive haben und dass ich quasi jetzt auch da jetzt nicht schummel und jetzt meine Freunde, die da im Viertel leben, fotografiere, sondern auch das Prinzip angewendet habe, okay, ich fotografiere eine Person, die mir vorher fremd war und diese Person empfiehlt mich an eine andere Person weiter, die mir ebenfalls fremd ist. Und